Die Luftverschmutzung im indischen Neu-Delhi und den umliegenden Städten erreichte an diesem Sonntag den höchsten Wert in diesem Jahr. Die Konzentration von Feinstaub in der Luft überstieg den Grenzwert der Weltgesundheitsorganisation um das über 30-fache. Am Freitag hatten die Behörden den Notstand verhängt. Schulen bleiben bis Dienstag geschlossen. Zahlreiche Flüge mussten wegen der schlechten Sicht umgeleitet werden. Die indischen Behörden erwarten für die nächsten Tage keine Entwarnung. Abgesehen von den Atemwegsproblemen übt die Umweltverschmutzung auch psychologischen Druck auf uns aus. Wir haben gerade keinen Winter, es ist also definitiv kein Nebel. Wir laufen mit Masken herum. Es ist stickig und wir müssen husten. Wir dachten, dass die leichten Schauer den Verschmutzungsgrad in der Luft verbessern würden, aber es sieht nicht danach aus. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte bei ihrem Besuch in Indien an diesem Wochenende zugesagt, dass Deutschland in den kommenden 5 Jahren 1 Milliarde Euro für die deutsch-indische Partnerschaft im Bereich grüne, urbane Mobilität ausgeben will.